Pfui Deibel, kann ich nur sagen. Nur die Schrift. Glauben Sie mir, ich sage bewusst Pfui Deibel. Wenn wir damit anfangen, etwas neben die Bibel zu setzen, und wenn es nur so ein bisschen ist, geht alles den Bach runter. Nur die Schrift, nur die Schrift, nur die Schrift. Das kann man der Gemeinde gar nicht genug einhämmern. Immer wieder nur die Schrift, nichts anderes. Erlebe das immer wieder, auch in frommen Gemeinden, in Anführungszeichen. Da fangen die Pastoren an zu predigen über nicht mehr Texte der Bibel, sondern über fromme Lieder. Ich war vor einiger Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, im Urlaub, wo ich immer hinfahre, kommt der Prediger hin und sagt, ja, ich, gläubiger Mann, ich war mit meiner Frau im Urlaub, wir waren oben am Berg und haben da am Kreuz gestanden und dann haben wir dieses Lied gesungen von Paul Gerhardt und das hat mich so erfüllt und heute muss ich über dieses Paul Gerhardt-Lied, wo ich denke, das darf nicht wahr sein, bringt der da so ein Paul Gerhardt-Lied, sofort zwischengegrätscht. Bitte, wann immer Sie das erleben in Ihrer Gemeinde, aufstehen, sofort protestieren. Und dann sagen die Leute, ach, aber das ist doch so ein wertvolles. Natürlich gibt es tolle Paul Gerhardt-Lieder, nicht? Befiehl du deine Wege, wunderbar. Aber glauben Sie mir, es ist nicht Wort Gottes, es ist ein Produkt von Paul Gerhardt. Die Bibel ist von unserem Herr und Heiland. Und das Paul Gerhardt-Lied hat er geschrieben. Da mag Gott dabei gewesen sein, aber es ist was anderes als Wort Gottes. Und dann sagen die Leute, ja, aber der Latzel ist immer so hart, der ist ja so brutal. Er, das wird mir dann unterstellt, halt nicht, das ist ein Wort Gottes-Fanatiker, sage ich ja, Halleluja. Also wenn das bei meinem Dienst rüberkommt, wunderbar. Ich sage Ihnen, was passiert? Dann sagen wir, heute sind es die Paul-Gerhardt-Lieder, über die wir predigen. Morgen sind es die Dietrich-Bonhoeffer-Schinken. Und übermorgen predigen wir über Herbert Grönemeyer. Da lachen Sie. Synode der EKD ist genau so, das passiert. Kommt auch der Synodalprediger vor allen Bischöfen, Superintendenten, die alle sitzen, alle Oberkirchenräte, sagt, ja, ich habe Ihnen heute ein Lied von Herbert Grönemeyer mitgebracht, Mensch. Dann wird das Lied eingespielt und dann predigt er über Mensch, kein Bibeltext, nichts mehr. Und daraus nehmen wir dann unsere Erkenntnisse und Wahrheiten. Und dann können Sie mir eins glauben, dazu kann der lebendige Gott sich nicht mehr stellen. Deshalb immer sauber am Wort bleiben, dann ist alles in Ordnung. Wo das angefangen wird, so ein bisschen zu verstellen, geht es immer den Bach runter. Ich sage immer, das ist so wie beim Operationssaal. Wenn man da zu 100% desinfizierte Skalpelle hat, da kann man zufrieden sein. Aber wenn die nur zu 98% desinfiziert sind, dann lassen sie sich besser nicht operieren. Und genauso muss es bei uns sein. Das reine Wort, das muss in unserer Mitte sein. Auch übrigens das, keine eigene Erkenntnis von mir. Wir sprechen ja auch über Bekenntnisse. 1934 kamen Teile der Kirche auf die Idee, die Bibel ist ja schön und gut, aber neben der Bibel gibt es noch eine Geschichtsoffenbarung. Und zwar in diesem österreichischen Maler. Und da haben wir jetzt unser Heil drin. Und wir müssen die Dinge so umschreiben, wie eben die Ideologie dieses verrückten Wahnsinnigen ist. Da haben die deutschen Christen angefangen, so hieß die Gruppierung, wir müssen uns vorstellen, die Bibel zu entjudaisieren. Wahnsinn! Und da haben sich gläubige Brüder zusammengetan, Bekenntnissynode, und haben die Barmer theologische Erklärung verfasst. Ich lese Ihnen mal die erste These vor. Da heißt es genau so, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten und Gottesoffenbarung anerkennen. Punkt. Das ist etwas, was fantastisch ist. Das war ganz wichtig auch, und hat ja vorhin so ein Bruder gefragt, ja, was bringt es denn, wenn wir so eine Resolution unterschreiben? Das ist auch so gewesen, dass 1934 die Barmer theologische Erklärung Hitler nicht aufgehalten hat. Aber es waren Brüder da, die aufgestanden sind und haben gesagt, nur so geht es. Und daran müssen wir uns halten. Heute übrigens ist die Barmer theologische Erklärung etwas, was in vielen Ordinationsgelübden von den Pastoren abverlangt wird. Und fast in allen Landeskirchen wird verlangt, dass man die Barmer theologische Erklärung als schriftgemäße Bezeugung des Evangeliums verpflichtend anerkennt. Warum sage ich Ihnen das? Das müssen Pfarrer im Ordinationsgelübnis schwören, müssen sie sich darauf vereidigen lassen halt. Und da können sie die Leute packen. Wenn die nämlich anfangen mit so einem Blödsinn in den Gemeinden, neben die Bibel den Koran zu legen, passiert bei uns in Bremen immer wieder, gibt es im Gottesdienst Muezzinrufe.
Da müssen die Gemeindeglieder mal so viel Guts haben, dass sie sagen, den Pfarrer zeige ich an. Da gehe ich hin, das ist gegen sein Ordinationsgelübde, was er getan hat. Er verstößt ja gegen seine eigenen Bekenntnisse. Und die Theologen, das darf ich Ihnen sagen, das sind die Bischöfe, die taugen fast alle nichts. Aber die Juristen, die wir haben, die, ja was ist denn, übrigens haben sie alle mitgekriegt vor einem Jahr, da geht der EKD-Präses hier, geht hin in die Moschee dort, legt sein Kreuz ab in der Al-Aqsa-Moschee. Frau Kurschus, die westfälische Präsidentin halt, nicht, die war früher meine Nachbarpfarrerin halt, wo ich in der westfälischen Landeskirche war, die packt sich ein Kopftuch um, zu Ehren dieses fremden Götzen halt. So weit sind wir gekommen.